Hallo ihr Lieben, dies ist mein erstes Video auf YouTube. Und zwar findet ihr auf meinem Kanal in Zukunft alles rund um Beauty und Fashion. Und heute wollte ich euch was von Olaplex erzählen. Olaplex gibt es ja jetzt ca. seit 1-2 Monaten in Deutschland. Und ich habe da schon mal vorher von gehört und wollte das gerne ausprobieren. Heute war ich beim Friseur und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und die Behandlung hat rund 2 Stunden gedauert, also es fing mit Olaplex Nummer 1 an. Das hat sie mit in die Farbe gemischt, anschließend auf den Kopf aufgetragen und ungefähr 45 Minuten einwirken lassen. Anschließend wurde es ausgewaschen und mit Olaplex 2 nochmal behandelt. Olaplex 2 ist dafür da gewesen, dass es nochmal die Farbe schützt und einfach pflegt. Bis zu Hause habe ich nochmal Olaplex Nummer 3 mitbekommen. Das ist, ja, einmal wöchentlich soll man das ins Haar geben. Das ist so eine Art, ja, Pflegekur, Vorbereitung für die nächste Färbung. Dennoch meinte die Friseurin, soll man noch eine anschließende Kur machen, weil das einfach nicht ausreicht. Zum Ergebnis, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also die sind genauso geworden, wie ich es auch haben wollte. Das einzige Problem ist nur, dass die Spitzen ja, ziemlich dünn sind und auch abgebrochen sind teilweise. Also meine Haare waren vorher auch schon ziemlich kaputt. Von daher wundert mich das jetzt nicht wirklich, sollen sie nur abschneiden gehen. Aber die Friseurin meinte auch, hätte sie das nicht mit Olaplex gemacht, dann wären wahrscheinlich alle Haare abgebrochen. Sie hätte dann auch nur meinen Ansatz gefärbt und deswegen bin ich schon ganz froh, dass sie so Olaplex gibt und ich das mit Olaplex gemacht habe, weil ich sie allgemein mal aufhängen wollte. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr eine Review zu Olaplex Nummer 3 haben wollt oder Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Bis dann, tschüss! Trust me, I trust me, I trust me, I